Song ist ein Song, der vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist. Ein Song aus unserer aktuellen CD. Hier ist die Achterbahn. Thank you.
Ja, okay, zu los. Hallo Tonmann. Hallo. Lieber Tonmann, mal ein paar Minuten zum Relaxen und zum Verschnaufen. Vielen Dank erstmal an die Band vor uns, B96, die Jungs und Mädels, also in diesem Fall das Mädel und die Jungs haben wirklich fantastisch gemacht. Warum man die aber, ich sage mal, musikalisch so runtergedreht hat. Gut, okay, dann sieht sich unser Kenntnis. So, okay, wir haben gesagt, jetzt ist endlich Zeit zum Hallo sagen. Der nächste Titel, ein Song, der ebenfalls auf unserer aktuellen CD drauf ist. Ein Titel von Berlock, Komposition. Text, Burkhard Lasch, den kennt jeder, Jugendliebe, damals mit ihm mal zusammengesetzt. Und haben mal einen Text gemacht, hier ist Flieg, alle Flieg. Thank you.
Zeit, da war ein Gott verliebt. Thank you.
Mann von 30 Damen hier. Einige Gesichter haben sich innerhalb dieser Band verändert. Wir sind alle schöner geworden. Okay, alle, für diejenigen, die nicht alle auf Sinne bringen, sind ja eine ganze Menge Gäste heute hier, die hier ihren Urlaub verbringen. Wer uns nicht kennt, hier ganz schnell, ganz kurz, das aktuelle Line-Up für die nächsten 55 Jahre. Alle Augen schweifen nach hinten. Ein Instinkt. Der Mann hat normalerweise sonst immer noch einen Podest, obwohl er schon 2 Meter groß ist. Armin Keyboard, eine fantastische Stimme. Der Uwe Merzke! Jetzt wird der eine oder andere sagen, Mensch, das Gesicht kommt mir doch dran vor. Richtig. Damals war er bei mir, heute ist er bei uns. Arne Bassgitarre, Uwe Carsten. Be proud and present. Zu meiner Rechten werden die Story heute nicht erzählen. Auch wenn sie wirklich war, ich bin mit ihm zusammen aufgewachsen. Anni Gitarre, Bert Hoffmann! Die hat bis jetzt immer geklappt. Und zwar zählt ihr alle, die heute hier sind, den nächsten Titel ein, okay? Zählt, ihr zählt den nächsten Titel ein, okay? Ich gebe euch 4 vor, dann seid ihr dran, okay? 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Okay, was? Danke! Was nicht? Danke! Da sind wahrscheinlich einige weitaus länger aus der Schule raus als ich.